Jungfrau, in 2023 löst du dich in puncto Liebe, Karriere, Geld aus deinen co-abhängigen Beziehungen und kommst endlich in die Freiheit und Beziehung auf der Augenhöhe. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, bleib dran. Viel Spaß. Hallo meine wunderbare Jungfrau und herzlich willkommen zu deinen Prophezeiungen für 2023 in puncto Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan hier auf der Funky Oracle, deinem Orakel für das Unterbewusste, Unbewusste. Ich beleuchte gerne auch die Themen, die vielleicht einem nicht besonders angenehm sind, oder ich stelle die Verbindungen her zwischen den Themen, die vielleicht bis jetzt unverbunden waren. Also meine Arbeit geht tiefer unter die Haut und ich lade dich immer ein, deinen Geist zu öffnen, bevor du meine Videos schaust. Gerne kannst du dir die Meditation anhören, die ich unten verlinke, die ich extra für die Vorbereitung auf die Aufnahme von meiner Arbeit gemacht habe. Das sind dann 11 Minuten, das hilft dir, deinen Geist zu öffnen, weil ich möchte, dass du die Zeit, die du beim Zuschauen von diesem Video verbringst, sinnvoll verbringst. Die Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Und ich möchte dir mit meiner Arbeit am sinnvollsten, am besten helfen. Und dafür, ja, öffne gerne deinen Geist, zentriere dich, erde dich, nimm dir ein Glas Wasser, lehn dich entspannt zurück. Ich möchte für dich eine höhere Timeline lesen. Timeline, die dir gefällt, Timeline, die du dir wünschst, aber vielleicht nicht traust. Und warum aber nicht? Warum nicht, Jungfrau? Ja, liebe Karriere, Geld, erlaube mir bitte, deinem Energiefeld beizutreten. Öffne gerne dein Herz, die Dankbarkeit. Zeige gerne in Form von Like und Kommentieren, da wir uns hier auf diese YouTube-Plattform treffen. Es ist die beste, stärkste Affirmation deinerseits und auch beste, stärkste Erlaubnis deinerseits, mir zu erlauben, deinem Energiefeld beizutreten und deine höhere Timeline zu lesen. Genauso hilfst du dir selbst, durch die Dankbarkeit dein Herz zu öffnen, sodass die Botschaften dich auf der Herzensebene erreichen und nicht nur hier mit deinem Verstand. Und wenn du likest, kommentierst, abonniere natürlich auch gerne The Funky Oracle, dann hilfst du meiner Arbeit und meinen Videos weiterzugehen und weitere wunderbare Menschen da draußen zu erreichen. Also eine leichte Geste, ein Like und so viel Wirkung. Und so leicht und einfach darf das Leben sein. 1, 2, 3, frei. Erlaube bitte, mich mit deinem Energiefeld zu verbinden. Like und kommentiere das Video. Ich liebe dich, ich liebe mich, liebe das, was ich bin. Ich bin du. Wenn du dir eine persönliche Legung wünschst, das kannst du auch ebenfalls tun. Bitte schreib mir eine E-Mail oder eine DM. Beide Kontaktmöglichkeiten findest du unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn du mich mit Spenden deine Wahl unterstützen möchtest, sehr, sehr gerne. Unten in der Videobeschreibung findest du ebenfalls den PayPal-Link, den du ganz einfach aufrufen kannst und den Betrag deiner Wahl übersenden kannst. Nun lass uns beginnen, meine wunderbare Jungfrau. Wir schauen in deine Liebe. Das ist die erste Karte, die gefallen ist. Und hier sehen wir den Mond. Bitteschön. Ja. Großer Arkana, der Mond, die Nummer 18. Ja, 18. Wirbel in unserem Rückgrat steht für Freiheit. Also hier sehe ich auch ganz viel Befreiung auf der Liebesebene. Hier löst du dich von ganz vielen Karmas, von wichtigen Karmas, von einem, kann man sagen, entscheidenden Karma auf der Beziehungsebene. Du befreist dich von den Mustern, Verhaltensmustern, Unterprogrammen, die bis jetzt deiner Ahnen ebenfalls oder vielleicht sogar, was du in Ahnen geprägt hat oder was du in vergangenen Lebenserfahrungen nicht auflösen konntest. Ja, das ist immer so ein Thema, wo man merkt, wieder ein Leben vorbei und ich habe das wieder nicht hingekriegt. Ich habe wieder den Schlüssel nicht gefunden. Ich habe das probiert, ich habe das probiert und es fühlt sich noch nicht vollkommen an. Die Beziehung, das Leben fühlt sich noch nicht richtig an. Und hier sehe ich tatsächlich dieses Gefühl, diese Einsicht, diese Bewusstheit darüber, jetzt verstehe ich. Ja, ich lasse endlich los, jetzt verstehe ich. Und die Antwort wird dich verblüffen. Die Antwort wird so leicht sein wie das Leben selbst. Und das wissen wir manchmal. Ne? Die Erkenntnis kommt dann, wird sichtbar und
wenn man das auf das Wesentliche reduziert, das sind dann Erkenntnisse wie, es hängt alles mit dir, es beginnt alles in dir, ne? Um glücklich zu sein, braucht man nicht viel, oder die Beziehung ist das Wichtigste, worauf wir, oder unsere Familie ist das Wichtigste im Leben und so weiter, diese Dinge. Die sind so simpel, dass man die manchmal vergisst. Und das wird die 2023 nochmal bewusst, ja, dass bis insbesondere, wenn es um das Thema Beziehung geht, kann man es nicht vollständig allein lösen. Man braucht eine andere Person dafür, um Beziehungskarma zu lösen. Und hier sehen wir zwei Hunde, zwei Türme, die quasi diesen Muster hier, dieses Bild kreieren. Ja? Das ist, wenn die Beziehungskarma, Beziehungstraumas von deinen Vorfahren gesammelt wurden, dann darf auch dieses Beziehungstrauma mit innerhalb einer bestehenden Beziehung auch geheilt werden. Hier sehe ich auch die Einsicht, dass die Partner, die uns entweder für die Beziehung, die du führst oder geführt hast, hier kommt auch seine Einsicht, jetzt verstehst du, warum du diese Menschen angezogen hast, warum du in der Beziehung mit ihnen warst. Das große Bild zeigt sich, wie die Dinge zusammenhängen, wie die Menschen zusammenhängen, warum man die und die, den und den Mann, den und die Frau angezogen hat in seinem Leben. Das wird dann so krass sichtbar, dass man mir krass, so weit habe ich gar nicht gedacht, aber das ist extremst. Nehmen wir an, du triffst jemanden aus einem bestimmten Land, du führst mit diesem Menschen eine Beziehung und dann stellst du fest, dass deine Mutter oder Vater irgendeinen Geliebten hatten oder erste Liebe oder dass der Großvater irgendeine erste Liebe hatte mit jemandem vielleicht aus einem ähnlichen Land. Also so krasse Parallelen, weil man merkt, das kann doch nicht sein, das ist echt krass. Und ich dachte, ich habe diesen Mann angezogen, weil es einfach so war. Also einfach den Muster dahinter, die Karte, ne? The Map, the World Map, die Karte der vergangenen Lebenserfahrungen wird so sichtbar. Wie das alles zusammenhängt, wird dir sichtbar. Und hier sehe ich das, ja, das ist so eine Erkenntnis. Für die Beziehung, für die Liebe brauchst du wirklich jemanden, der ähnlich auf diese Muster, auf den Mond reagiert. Das sehe ich hier. Für die Beziehung sehe ich hier eine Beziehung, in der du jemanden an der Seite hast, der mit dir entweder dieses Bild, das neue Bild kreieren kann oder der die dir hilft, das bestehende Bild zu verstehen. Denn wir kommen dann manchmal nicht vorwärts im Leben, nicht weil wir nicht wissen, wohin wir wollen oder nicht weil wir nicht wissen, warum oder was wir wollen, sondern meistens, weil wir uns noch von vergangenen Themen noch nicht gelöst haben, weil wir noch vielleicht gewisse Beziehung mit dem Opa, mit der Tante, mit unserem Sohn, mit unserer Tante habe ich schon gesagt, oder mit der Oma noch nicht bereinigt haben. Und hier sehe ich auch einen starken Blick in die Vergangenheit. Also liebesnächtig der Mond, 18, etwas, was du auch mit 18 Jahren erlebt hast, das wird nochmal aktiviert. Was wolltest du damals mit 18 Jahren? Welches Beziehungsbild hast du dir damals vorgestellt? Hast du mit jemandem eine Beziehung angefangen zu führen? Wart ihr vielleicht getrennt? Er war durchs Wasser getrennt? Oder ihr seid jetzt durchs Wasser getrennt? Und eure Türme bilden ein gewisses Muster. Es kann auch sein, ich sehe hier in seiner Energie, es wird, also die wird klar, dass jemand eure Beziehung beobachtet. Eure Beziehung ist unter Beobachtung. Schau mal, das dritte Auge oder dieses Auge aus der Pyramide schaut auf euch beide. Ja?
Ja, hier sehe ich zwei frei laufende Tiere sozusagen. Jemand hat hier noch das Band, das rote Band. Sprich, da ist noch eine Zugehörigkeit, aber beide treffen sich auch in der Natur. Es kann sein, dass es eine Beziehung mit jemandem, der noch nicht frei ist. Und dieses noch nicht frei sein, das kann sein, dieser Mann ist noch in einer anderen Beziehung oder der hat sich von der Beziehung zu seiner Mutter noch nicht gelöst. So oder so sehe ich, dass beide, also mein Tipp sozusagen an diese Beziehung, je mehr ihr euch dessen bewusst werdet, was ihr da tut, dass euch das Leben gefühlt immer wieder in die ähnlichen Situationen schmeißt, dann ist es hier, das ist wichtig, dass ihr euch diesen Situationen bewusst seid. Das heißt, bei welchen Themen fühlt ihr euch vielleicht emotional getrennt? Bei welchen Themen fühlt ihr euch nicht zusammen? Bei welchen Themen möchte man einfach nur noch schreien? Bei welchen Themen fühlt man sich ja alleingelassen? Das ist so, wie als würde das System lernen und euch beobachten, wie gehen die mit Schwierigkeiten um. Und hier gilt es, hier kann man aus den vergangenen Erfahrungen profitieren. Ja, das wiederholen, was man in anderen Beziehungen gemacht hat oder was man schon immer gemacht hat. Oder ihr beide entscheidet euch für etwas Neues. Der Fluss zwischen euch ist nicht so groß. Ihr könnt dieses Bach überspringen. Das heißt, ihr könnt das Gras beim anderen sozusagen auch mal testen. Ihr könnt euch in die Position des anderen hineinversetzen. Ja. Sehr spannend, 18, ja. Man, also die, genau, die Beziehung bricht aus. Man bricht aus, man wird sich seines Ausbruchs bewusst. Man schaut nochmal, welche Themen können wir gemeinsam heilen, warum sind wir zusammengekommen. Man untersucht seine Vergangenheit, die Vergangenheit seiner Eltern. Ja, ihr sprecht eine ähnliche Sprache. Es kann auch sein, also ihr habt euch wirklich aufgrund von bestimmten Verhaltenssätzen, bestimmten Programmen und Unterprogrammen angezogen. Und das gilt es jetzt herauszufinden. Was ist das? Was ist die Frage an dich? Welche Themen? Es können sechs Themen sein. Oder es können nur drei Themen sein, die auf seine oder auf ihre Seite auftreten. Bei welchen Themen fühlt sich das Paar getrennt? Bei welchen Themen fühlt sich das Paar getrennt? Hier ist die Frage an euch. Genau. Ja, weiter geht's im Thema, im puncto Karriere. Und bei Karriere sehen wir sechs der Schwerter, die allerdings von alleine rausgefallen sind und auf den Kopf gefallen sind. Und ja, lass uns da hineinschauen. Deine Karriere steht auf dem Kopf. Aber schon mal Fakt. Was du auf jeden Fall nicht wolltest, die letzte Zeit, dass du vielleicht zu sehr in deinem Beruf untergehst. Ja? Du wolltest dich nie so richtig vielleicht für etwas komplett entscheiden. Dass du sagst, das ist wirklich mein Beruf, das mache ich, mit diesem Beruf identifiziere ich mich. Ja?
das wolltest du irgendwie nie. Du bist da immer geflüchtet, so sehe ich das. Du bist da immer geflüchtet. Und es kann sein, dass dir auch vielleicht sogar Menschen aus der Vergangenheit immer geholfen haben, so ein bisschen, hat gerade für mich so ein bisschen Zwillingstouch. Ja, du bist nie in keinem der Berufe so wirklich in die Tiefe gegangen. Du bist bis jetzt immer so an der Oberfläche geblieben. Und dabei können dir die Menschen aus der Vergangenheit, aus der Familie, aus der Kindheit geholfen haben, so dich übers Wasser zu halten. Ja? Und 2023 ist aber komplett das Gegenteil. Was bedeutet, dass du erkennst, dass du vielleicht nicht mehr nur an der Oberfläche sein möchtest. Warum nicht? Die Tiefe wird jetzt, dreht sich. Also jetzt siehst du, dass vielleicht sogar diese Menschen aus der Vergangenheit, die bis jetzt dir geholfen haben, über das Wasser zu bleiben, die ziehen dich eher nach unten. Dass eventuell sogar die Menschen, die mit dir zusammengearbeitet haben, auch ein vielleicht falsches oder veraltetes Bild von dir haben, wie du arbeiten möchtest. Denn Jungfrau hat sich hier auch arbeitstechnisch, hast du dich hier enorm verändert in deiner Sichtweise, wie du arbeiten möchtest. Ja? Also du willst nicht, du willst in die Tiefe gehen, du möchtest, du bist ja sowieso tiefgründiger Mensch und du willst in die Tiefe gehen, Punkt. Ja? Für dich ist das Wasser, die Tiefen des Wassers, es ist keine Gefahr mehr. Du möchtest gerne abtauchen, ja? Du möchtest gerne in die Tiefe gehen. Und die Menschen, die, wie gesagt, dir bis jetzt geholfen haben, auf der beruflichen Ebene, die ziehen dich aber von dieser Tiefe weg. Und auch so ein bisschen, ich habe so ein Gefühl von, du weißt gerade gar nicht, was du tun sollst. Karriertechnisch auch. Weil auf der einen Seite willst du in die Tiefe gehen, gleichzeitig aber weißt du nicht, was dann kommt. Ja, weil man ja will ja nicht quasi so sich mit seinem Beruf vermählen komplett. Du willst dir quasi noch so eine offene Tür lassen. Ich spüre hier so eine Energie, so wie, ich will zwar, aber gleichzeitig will ich von den alten Gelegenheiten nicht loslassen. Das ist so ein bisschen, als wenn man in eine Beziehung hineingehen würde und dann würde man noch ein paar Türchen offen haben, so sehe ich das. Aber das bist du ja gar nicht, Jungfrau. Du bist ja viel ehrlicher, du bist kein... Du willst kein Hintertürchen. Das willst du gar nicht. Ich glaube aber, diese Karte ist trotzdem sehr, sehr, sehr cool, weil die dir deine Situation bewusst macht. Ja, dass das, was dir bis jetzt immer geholfen hat, quasi immer weiterzugehen, vielleicht diese hier und da Unterstützung, vielleicht hat hier mal jemand was bezahlt für dich oder jemand ein Projekt für dich organisiert, hier eine Anstellung irgendwie organisiert. Das war zwar cool, aber na, das war cool, das war okay. Und jetzt merkst du aber, dass diese Menschen eher dich nach unten ziehen, weil du abhängig davon bist. Weil du eigentlich in die Tiefe gehen willst, du hast keine Angst mehr vor dem Ozean, du willst das eigentlich gerne endlich erfahren, aber gleichzeitig kommen die Schwerter. Man sieht zuerst die Schwerter und was ist das? Verstand und Gefühle. Aber eigentlich auch eine coole Mischung. Verstand und Gefühle. Fakt ist, man fühlt sich manchmal in so einem gehängten Zustand, wobei die bequemen Möglichkeiten des Lebens eher einen nach unten ziehen. Und das sind die Momente im Leben, bei denen man dann irgendwann als Nehmer Energienehmer. Ne? Vielleicht hat man einen Freund, eine Freundin, Mutter, Vater, Menschen, die immer für einen da sind. Ne? Man weiß, das ist mein Sicherheitskissen, das ist mein Airbag. Und das ist cool, aber gleichzeitig weiß man nie so richtig,
um seine Fähigkeiten. Wenn jetzt diese Person nicht mehr gäbe, könnte ich jetzt dann allein es auf die Beine stellen. Wenn jetzt mein Mann mich jetzt nicht unterstützen würde, würde ich das selber auf die Beine stellen wollen, auf die Beine stellen können. Und diese Frage wird immer lauter. Die Jungfrau will immer wissen, was ist wenn, was ist wenn. Und wie gesagt, das sind die Momente im Leben, bei denen man dann irgendwann sagt, okay, ich möchte keine Hilfe mehr bekommen. Ja, dass der Nehmer, der in dem Moment du bist, dem Geber sagt, danke. Sehr wichtige und entscheidende Prozess im Leben, denn normalerweise jemand, der nimmt, der sagt ja niemals nein. Ja, der Geber, meistens ist es dann die Aufgabe des Gebers zu sagen, okay, jetzt habe ich zu viel gegeben, jetzt muss ich mal kurz zumachen, denn der Nehmer wird ja nie nein sagen. Und da du in dem Moment der Nehmer bist, in dem auch karriertechnisch warst, du warst bis jetzt der Nehmer, vielleicht warst du bis jetzt der Arbeitnehmer, ja, du hast die Verantwortung für deine finanzielle Situation, für deine Kunden immer den anderen überlassen. Und das war ziemlich bequem. Das merkst du mittlerweile wie ein Stein am Herzen. Das ist nicht mehr cool, das zieh dich jetzt runter. Das macht dich abhängig. Weil du eigentlich wissen möchtest, aber was ist denn da? Was ist dort? Was heißt diese Freiheit? Freiheit der Gedanken und Freiheit der Gefühle. Und hier sehe ich wieder eine Veränderung von einem Arbeitnehmer zu einem Selbstständigen zum Beispiel. Ja, von einem Arbeitnehmer zu einem Arbeitgeber zum Beispiel oder zu einem Freelancer. Sehr spannend. Was sehen wir hier auf der Geldebene? Und auf der Geldebene sehen wir sechste Kelche. Bitteschön. Mega, mega geil. Du willst dir selbst ein Geschenk machen. Du willst dir eigentlich geldtechnisch in nichts mehr Nein sagen. Du willst das, was du dir in der Kindheit nicht kaufen konntest, jetzt kaufen. Dorthin, wo du als Kind nicht verreisen konntest, weil es kein Geld gab, jetzt verreisen. Und bessere Motivation für das Geld verdienen kann man tatsächlich nicht bekommen. Denn so habe ich das durch mein Studium der Menschen festgestellt, dass der finanzielle Durchbruch bei erfolgreichen Menschen meistens mit dem Kind stattgefunden hat. Wenn man die Kinder bekommen hat, gab es dann gar keine Möglichkeit, ob ich jetzt erfolgreich werde oder nicht. Man wusste einfach, man muss jetzt Geld verdienen. Und entweder hast du selber Kinder und deine Kinder können deine Motivation sein, Geld für sie zu verdienen, damit sie ein geiles Leben haben. Oder du sagst, mein inneres Kind ist jetzt dran. Ich möchte mir in nichts mehr Nein sagen. Ja, ich möchte mir alles ermöglichen. Ich möchte mich jetzt beschenken. Ich möchte mein inneres Kind beschenken. Ich möchte mir finanzielle Freiheit bieten. Und diese Motivation ist die Motivation, die dich antreibt 2023. Karriertechnisch sich von den bequemen Sitzpositionen sozusagen, von den Airbags zu befreien und nicht mehr Fahrrad fahren mit dem Helm und der ganzen Ausrüstung zu fahren, sondern viel freier. Es kann sein, dass du viele Versicherungen hattest, weil du merkst, das schränkt dich nur ein. Ja? Du willst in deinem Beruf viel freier dich entfalten, dass dir nicht so viele Menschen und Organisationen vorgeben, was zu tun ist. Ja? Du möchtest selber gerne erfahren, was es heißt, für dein Thema zu brennen und es logisch vielleicht einer anderen Person beizubringen für ein freies, kreatives, selbstbestimmtes Leben oder für deine Branche, in der du vielleicht dein Leben lang arbeitest, in der du ein Profi geworden bist und möchtest Menschen jetzt wirklich helfen, smarter, zielgerichteter, leichter, mit viel Freude in ihrem Beruf erfolgreich zu werden. Ja?
Und Geldthema, hier wie gesagt, Kindesthema. Hier geht es ums Gefühle, um gleiche Werte und Normen teilen. Hier sehe ich einen Austausch, einen finanziellen Austausch zwischen Kindern. Spielen, die hilft, eine verspielte Art und Weise mit dem Geld umzugehen, wenn du dich von der finanziellen Last, von der beruflichen Einschränkung und Abhängigkeit und im Anstellungsverhältnis lösen möchtest, musst du, auch wenn ich ungern dieses Wort sage, musst du tatsächlich dich finanztechnisch befreien. Weil bis jetzt hast du ein verkehrtes Bild gehabt, sagen wir mal so, in deinem Kopf. Tief in uns drin wollen wir alle Kinder sein. Ja, und hier sehe ich Geldthema, motiviert dich durch die Kindesenergie. Entweder für deine Kinder oder für dich selbst. Und jetzt merkst du auch, dass diese kindliche Energie so enorm gewaltig ist, dass die Liebe zu sich selbst, die Liebe zu einem Kind, die Berge versetzt. Nun hast du aber in deinem Kopf eine Vorstellung von der Welt, noch wie ein Kind sozusagen, von damals, dass seine Eltern in der finanziellen Not vielleicht, in der völligen Überarbeitung und in dem so einem frustrierten Dasein, dem der Arbeitswelt gegenüber wahrgenommen hat. Das heißt, das Kind hat immer gehört, dass die Welt unfair ist zum Beispiel. Das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Man muss immer hart arbeiten. Oder eines der Familienmitglieder war enttäuscht von der Arbeitswelt, von dem sozialen Konstrukt und hat vielleicht ganz aufgegeben. Ja. Und das heißt, man will gerne Kind sein, da kommen aber traumatische Blockaden aus der Vergangenheit, wobei du als Kind Bilder über die Arbeitswelt fotografiert und gesammelt hast, die dich so geprägt haben, dass der Beruf, die Karriere, der Job etwas Mystisches ist, etwas Geheimnisvolles ist, etwas Unfaires ist, etwas ist, was einen kaputt macht, was dich gesundheitlich kaputt macht und so weiter und so fort. Das heißt, auf der anderen Seite willst du gerne Kind sein. Nun wissen wir aber, wenn wir Kind sein wollen, müssen wir in unsere Kindheit wieder eintreten. Da kommen auch die ganzen Erinnerungen, Gefühle und Blockaden, Traumas aus der Kindheit hoch. Schöne und weniger schöne Dinge. Und da kommt, wie gesagt, diese Vorstellung von der Arbeitswelt, dass wenn ich jetzt erwachsen bin, dann muss ich, also auf Deutsch, irgendwo tief in dir drin glaubst du, du musst als Erwachsener noch wirken, damit du beruflich erfolgreich bist. Das heißt, du musst einen Anzug tragen oder du musst irgendwie eine Visitenkarte haben oder du musst eine eigene E-Mail-Adresse haben. Also ganz viele Blockaden, die dich davon fernhalten, einfach mal ein Video aufzunehmen, ja? Oder einfach nur 50 Menschen anzuschreiben mit deinem Angebot. Und ich bin mir sicher, du hast 50 Menschen in deiner Umgebung, die du anschreiben kannst, wenn du gerade dein Business vorantreiben möchtest und deine Produkte vorstellen möchtest. Das heißt, da gibt es noch viele Blockaden, viele Einschränkungen noch, die aber gar nicht deine sind. Und die gilt es aber, wenn du möchtest, auch innerhalb deiner Beziehung aufzulösen. Der Partner hilft dir, entweder direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst, diese Muster zu lösen. Also hier sehe ich wieder, alles ändert wieder in der Beziehung. Entweder mit sich selbst oder bereits dann mit dem physischen Partner im Außen. Weibliche und männliche Energie. Schau dir deine Eltern an. Schau dir deine Großeltern an. Wie ist da die Mutter mit dem Vater umgegangen? Wie ist der Vater mit der Mutter umgegangen? Wie wurde da über das Thema Geld gesprochen? Wie haben die über das Thema Karriere, Beruf gesprochen? Was haben die gearbeitet? Welches Geld haben sie verdient? Was haben sie dir über das Geld, über Beruf, über Job, über Karriere, über Arbeit beigebracht? Welche Eltern hast du da erlebt? Glückliche Eltern, reiche Eltern, arme Eltern, überarbeitete Eltern, kranke Eltern, frustrierte Eltern, betrunkene Eltern und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier kann dir die Beziehung entweder zu sich selbst oder generell die Beziehung in deiner Familie zwischen deinen Eltern enorm helfen, extrem helfen. Ja, und ja, hier gilt es um die Auflösung von
von Mustern, Auflösung von Rollenvorstellungen, was ein Mensch zu sein hat, wie er sich zu verhalten hat, wenn man arbeitet, wie sich das anzufühlen hat, was man da tun muss. Ja? Sei verspielter, sei leichter, sei wie in Monopoly. Das Geld ist frei. Das, wenn du dich über das Geld nicht freust, sondern dir nur Gedanken machst und es immer mit Leid und Schwere zu tun hat, wird das Geld nie kommen. Weil das Geld ist wie alles. Es möchte Leichtigkeit, Annahme, Dankbarkeit. Dankbarkeit und Liebe ist die krasseste Energie, die du jemandem oder etwas schenken kannst. Ja, so viel dazu, meine wunderbare Seele. Liebe Karriere, Geld. Und jetzt kommen wir zum Seelenplan. Vier der Kelche. Schau mal. Hier, du traust dich. Es kommt Vier der Kelche, nach innen zurückgekehrtheit. Du schaust dir zu. Du schaust dir zu, entweder jetzt aus der Zukunft. Ja, das kann der Beginn einer neuen Phase in deinem Leben sein, in dem du jetzt neue Erinnerungen für dein zukünftiges Ich kreierst, weil du womöglich bei ganz, ganz vielen Themen bereits angekommen bist und jetzt merkst du, jetzt muss ich wirklich aus meinem Inneren schöpfen, jetzt kann ich mich nicht mehr auf die Erfahrungen aus der Vergangenheit basieren und mich darauf ausruhen. Hier darf was Neues kommen, hier darf was Eigenes kommen. Jetzt schreibe ich wirklich Geschichte. Du, Jungfrau, schreibst Geschichte. Und genauso wie du damals Geschichte geschrieben hast, was ich ebenfalls sehe, du blickst in die Vergangenheit. Bevor du einen neuen Weg einschlagen kannst, musst du erstmal quasi verstehen, was bin ich bis jetzt gelaufen? Warum bin ich das bis jetzt gelaufen? Welche Ziele habe ich mir damals gesteckt? Welche Berufe wollte ich damals gemacht haben? Warum bin ich damals zum Beispiel karriertechnisch so auf der Oberfläche geblieben? Mit welchem Grund? Vielleicht, weil du tief in dir drin wusstest, du brauchst von hier nur ein bisschen was, um jetzt zum Beispiel dein perfektes Gesamtpaket zu bauen. Hier lade ich dich auch ein, in all die beruflichen Einstellungen hineinzuschauen, in all die beruflichen Erfahrungen hineinzuschauen und von mir auch gerne die Tabelle aufzumachen, aufzuschreiben oder einfach in Punkte aufzuschreiben, was hast du dadurch gelernt? Ja, was hat dir diese Erfahrung gebracht? Welche Erkenntnisse, welche Bewusstheit, in welchem Bereich du dadurch gesammelt hast? Und hier sehe ich, hier bitteschön, Vier der Kelche, die Rose. Auch wenn wir hier diese Karte hatten auf der Karriereleiter, ja, man wollte gar nicht so tief abtauchen, man wollte so ein bisschen nur auf der Oberfläche bleiben. Hier sehen wir aber, du willst aber was Nachhaltiges erschaffen, du willst Leben kreieren. Und bei manchen geht es um Kinder bekommen, Kinder haben, inneres Kind befreien, ja, mütterliche, väterliche Aspekte in sich selbst aktivieren, sich selbst annehmen, sich selbst eine liebevolle Mama sein, sich selbst ein liebevoller Papa sein. Genauso geht es um Papa, Mama in der physischen, in der Außenwelt werden, endlich die Verantwortung für ein neues Leben zu übernehmen, dadurch auch in die finanzielle Verantwortung hineinzutreten. Bei manchen wird auch die Erkenntnis hochkommen, dass man sich bis jetzt deswegen zum Beispiel finanziell so frei bewegt hat und vielleicht nicht so viele Rücklagen hat, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte, oder dass man jetzt was Neues anfängt, weil man die bisherigen Erfahrungen zum Beispiel gesammelt hat, um sein eigenes inneres Kind zu finden, weil du wusstest, wenn du dich um eine neue Beziehung, wenn du dich um dein eigenes Kind kümmerst, wird es keine Zeit dafür geben, im Guten, ja, weil du wirklich dich komplett diesem Menschen, diesem Wesen, diese Beziehung widmen möchtest. Das ist so, dass wenn das ein junges Paar kommt zusammen, die verreisen zum Beispiel noch 2-3 Jahre um die Welt, dass sie sagen, wir wollen das erstmal für uns, bevor wir dann das Kind bekommen und uns dann um dieses Projekt kümmern. So sehe ich hier, dass du dich daran erinnerst, was du wirst dir dessen bewusst, dass deine wahre Natur eigentlich was tiefgründig
Tiefgründiges ist, dass du was Nachhaltiges erschaffen möchtest. Das ist deine Natur. Du bist ein Teil der Natur. Du möchtest Schönheit schenken in diese Welt. Du siehst die Schönheit in diese Welt. Du bist gar nicht so grimmig. Du bist gar nicht so kalt und kühl, wie du bis jetzt dachtest. Die bisherige Arbeit, die Arbeitswelt, das System, wie es ist, hat dich vielleicht so gemacht oder du hast dich auf dieses Spiel eingelassen, du wolltest gern es kosten. Was heißt das sein? Was heißt das erwachsen sein? Ja? Oder was heißt das angestellt zu sein? Was heißt das Anzug zu tragen und diese Rolle zu spielen? Jetzt merkst du hast hier was gekostet, hier gekostet. Keiner zwingt dich zu etwas. Du stehst vor einer Wegzweigung und kannst jetzt selber entscheiden, wo du nun gehen möchtest. Und hier kommen die Erinnerungen hoch. Eigentlich bist du viel süßer, viel verspielter, viel romantischer. Du bist für die Schönheit da. Du bist noch wie diese ungetastete Rose, die Jungfrau, die Blüte. Du hast die Naivität, du hast diese Jungfräulichkeit in dir. So liebe es. Ich empfehle übrigens wärmstens die Prophezeiungen. Prophezeiungen für 2023 und aber auch deinen entscheidenden Loslassprozess. Das ist auch wichtig. Entscheidender Loslassprozess. Für 2022 anzuschauen auf meinem anderen Account, den ich nur für die Jungfrauen gegründet habe. Das nennt sich Erwachende Jungfrau Tarot. Und da kannst du dir Videos anschauen, wenn du willst, alle Videos anschauen, die sind alle dem Sternzeichen Jungfrau gewidmet. Und da geht es darum, dass 2023 du dich endlich deinem Sternzeichen bekennst und dich dafür nicht beschuldigst, dass du vielleicht nicht in deinen Lebensbereich in die Tiefe gegangen bist, sondern mehr an der Oberfläche warst, weil du bis jetzt noch in keine richtige Union mit etwas oder mit jemandem gehen wolltest, weil du noch etwas alles testen wolltest. Du wolltest dich selbst finden, du wolltest dich selbst heiraten sozusagen, du wolltest dich selbst gebären. Und du erinnerst dich, wie süß du bist, du erinnerst dich, wie romantisch du bist. Das ist ein absoluter Romantiker. Dein innerer Mann ist ein absoluter Romantiker. Der ist, der mag das gar nicht, diesen harten Kleidungsstil. Dein Mann ist gar kein, vielleicht, wie soll ich sagen, Geschäftsmann in dem Sinne oder dieser harte Mann-Typ, den du dachtest, sein zu wollen. Vielleicht hast du bis jetzt auch mit anderen Männern in deiner Branche oder in deiner Familie so gewettet, sagen wir so, ne? Gekämpft. Hast vielleicht sogar versucht, deinem Mann zu ähneln oder seine Erfolge zu wiederholen. Genauso wie er das macht, wolltest du auch machen oder besser als dein Vater oder besser als dein Ex-Partner und so weiter. Und jetzt sehe ich aber auch, dass du dir bewusst wirst, du schaust wirklich zum ersten Mal in dein inneres Du, in deinen inneren Mann und der ist viel romantischer, der ist viel süßer. Das heißt, die Frau kann hier gerne Ruder übernehmen, damit der Mann sich wohlfühlt, sich erfüllt und damit er sie aber auch ebenfalls beschützen und verstehen kann. Ja? Du als Jungfrau brauchst jemanden, der eigentlich mit Unantastbarkeit, mit Jungfräulichkeit was anfangen kann. Ja? Du brauchst jemanden als Mann, der dich wie eine Rose bewundert. Ja? So einen Mann benötigt eine Jungfrau und keinen. Das heißt, wenn die Jungfrau, das ist wie erster Sex, ja, wenn die Jungfrau entscheidet, in den ersten sexuellen Akt zu gehen, da ist die Frage, wem hast du dich damals überlassen? Wer darf der Glückliche sein? Mit wem darf das passieren? Und jetzt wird dir immer mehr bewusst, dass du gar keinen Macho brauchst oder gar keinen Typ vielleicht, der irgendwas im Außen darstellt, wenn er deine Schönheit nicht sieht, bringt dir das nichts. Wenn er deine Schönheit nicht sieht, wenn er deinen Kern nicht sieht, wenn er nicht die Schönheit, das Leben in dir sieht, wozu brauchst du ihn? Und das ist das, was einem bewusst wird, was dir selbst über deinen inneren Mann bewusst wird.
Und klar, unser Partner muss und kann gar nicht all das widerspiegeln, was wir haben. Im besten Fall, dass es gibt einen Teil, wo sich die beiden extremst widerspiegeln. Dann gibt es etwas, was sehr verschieden ist. Und dann gibt es etwas, was, was noch gemeinsam erbaut wird, na, was beide gemeinsam in sich quasi verändern. Und hier sehe ich, dass dir echt bewusst wird, dass solche Männer, so eine männliche Energie gefällt dir. Ein Romantiker, ein ja, jemand, der in der Nacht vielleicht über das Leben philosophiert. Jemand, der die Schönheit sieht, wo es kein anderer sieht. Und so eine ganz neue Entdeckung sehe ich gerade, dass die Jungfrau über sich selbst macht. Wenn ich das so sagen darf, mit einem Mann, der nicht spirituell ist, mit einem Mann, der nicht sich mit seinen Themen beschäftigt, mit einem Mann, der sich seines Unterbewusstseins nicht bewusst ist, ja, dann alleine die Erkenntnis darüber, dass wir nicht nur Bewusstsein, sondern auch Unterbewusstsein haben, dass da ganz, ganz viele Programme laufen, dass die Dinge verbunden sind irgendwo, das ist ja diese Karte, das ist die Beziehung, ne, wo beide an der Karte arbeiten, wo beide die Karte lesen, um besser zu verstehen, warum sie so sind, wie sie sind, warum sie zusammengekommen sind. Und mit jemandem, der dir hilft, die Karte zu enträtseln, das macht eigentlich Spaß, mehr Spaß als mit jemandem, der gar nicht da ist, der das gar nicht versteht, was du da machst. Denn am Ende wollen wir alle frei sein, wir wollen verstehen, wir wollen das Leben genießen und wir wollen verstehen, wir wollen die Erkenntnisse, die wir sammeln, mit einem Partner teilen. Wir wollen uns ausdehnen, wir wollen heiraten, wir wollen uns austauschen. Und du bist extrem wählerisch. Und bis jetzt war es dir aber gar nicht bewusst, dass die Wahl, die Manneswahl, die du getroffen hast, so war, entweder so war, wie dein innerer Mann ist, oder so war, wie nicht dein innerer Mann ist. Je nachdem, wie geblendet diese Selbsterkenntnis war. Und Fakt ist, dass dir bewusst wird, dass Halleluja, ich bin eigentlich viel süßer, romantischer. Deswegen kann ich in keinem vielleicht klassischen Anstellungsberuf mehr bestehen, weil mein Mann ist eigentlich ein Kreativer. Mein Mann ist ein Kreativer, Fakt. Ne? Er trägt diesen Schal, der hat diesen kreativen Touch. Und ja, und da gilt es, aus dieser Energie heraus gilt es, dein Leben zu gestalten, deine Beziehung zu gestalten, deinen Arbeitstag zu gestalten, dein Beruf zu gestalten, dass du dich nicht kaputt machst in deiner Arbeit, sondern dass du es dir gönnst, dass du deiner Kreativität freien Lauf lässt, ja. Wenn die Frau extrem viel Potenzial hat und extrem viel Feuer im Arsch hat oder extrem viel Struktur und extrem viel diese männlichen Anteile hat. Also hier sehe ich quasi einen Mann, der weiblich ist, der viel weibliche Energie hat. Bedeutet, deine innere Frau hat viele männliche Anteile. Ja? Und hier gilt es, dass sich die beiden austauschen. Was heißt es denn? Ja, vielleicht möchte der Mann mehr Verantwortung übernehmen, vielleicht möchte der Mann mehr Struktur haben, dann darf die Frau ihm das zeigen. Genauso andersrum. Der Mann bringt hier der Frau bei, was eigentlich Romantik, was Liebe, was Frau-Dasein bedeutet. Sehr spannend, die Frau. Also so, das ist echt eine verkehrte Welt. Aber so ist es meistens tatsächlich. Und zu allerletzt schauen wir mal in die Gesamtübersicht. Was ist die Hauptkarte? Deine Hauptkarte sind zwei der Münzen. Schau mal. Ja. Zwillinge ist auch die Merkur-Energie, die auch deine Energie steuert und prägt. Und hier sehe ich diese zwei Zwillinge. Ihr tanzt zusammen, die zwei Ballerinas. Ja, die beiden Anteile in dir, ihr tanzt zusammen. Ihr tauscht euch aus. Und zwei verschiedene Ufer, männliche, weibliche Energie. Vielleicht hast du einen Bruder, hast eine Geschwister. Es geht um jemanden, der dir ähnlich ist. Es kann Dumu sein in der anderen Timeline. Du kommunizierst schon zu deinem anderen Ich, zu deinem höheren Selbst aus der anderen Timeline. Du sprichst zu dir selbst. Du findest immer mehr Parallelen
zwischen dir und deinen Vorfahren. Ja, du siehst immer mehr dich selbst in deiner Mutter. Du siehst immer mehr dich selbst vielleicht in deinem Opa. Und genauso siehst du dich selbst viel mehr in den Menschen, die dich umgeben. Also eine Spiegelung, sich selbst finden, balancieren, austauschen. Es geht hier um den ewigen Prozess, um den ewigen Austausch. Die Nummer 8 eigentlich ist hier auch ganz stark vorhanden. Zweite Münzen stehen aber auch gleichzeitig für die Physis. Das heißt, das ist nicht nur Austausch auf der spirituellen Ebene oder auf der geistigen Ebene. Hier sehe ich auch einen Austausch auf der physischen Ebene. Und zweite Münzen, es geht um die Gesundheit, es geht um Finanzen. Hier sehe ich eine wunderbare Balance, die wie in einem Tanz auf einem Trapez ausbalanciert wird. Das heißt, hier ziehen sich zwei Energien an, die sich extrem ähnlich sind. Ihr seid euch ähnlicher, als du denkst. Und jetzt schau in dich hinein, wer ist diese Person? Bist du das selber? Vielleicht dachtest du, dass der andere Anteil in dir viel verschiedener ist als du. Es kann sogar sein, dass dein weiblicher und männlicher Anteil sich viel ähnlicher sind, als du dachtest. Du dachtest, dass dein innerer Mann eigentlich dieser Boss-Typ sein muss, irgendwas machen muss, ist ein Macher. Und dann siehst du aber, dass dein innerer Mann eigentlich vielleicht viel mehr süße, romantische, weibliche, weicher ist. Und die Erkenntnis darüber erleichtert natürlich extremst, ne? Das beeinflusst dann die Wahl deines Mannes oder du verstehst dann vielleicht besser die Wahl deines aktuellen Mannes. Ja, man schmeißt sich quasi, man wirft sich das Geld zu, man wirft sich die Münzen zu. Man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Man braucht nicht. Gleichzeitig aber sehe ich, dass es sind zwei Menschen, die sind vorbereitet. Die haben Trainingsklamotten an, diese Tanztrainingsklamotten. Und das ist ein Tanz auf der Trapez, kann man sagen. Das ist ein Austausch auf einem ganz, ganz höherem Niveau. Das heißt, die stehen, die könnten hier stehen zum Beispiel, ne? Aber sie stehen auf der Leine. Dann stehen sie noch auf einem Bein. Und dann noch obendrauf